Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, welche Möglichkeiten Markus Heinz bei der Münchner Runde vom 23.09.2020 zum Thema Corona, Masken, Quarantäne, welche Möglichkeiten Markus Heinz da gehabt hätte und wie er die Altmedien und die Altparteien vollkommen hätte entblößen können. Ich weiß nicht, wie euch es gegangen ist, aber nachdem ich die Runde geguckt hatte, hatte ich kein gutes Gefühl. Und umso mehr ich mich damit für das Video beschäftigt habe, desto flauer wurde mein Gefühl im Magen. Ich fühlte mich richtig schlecht. Wie konnte das nun passieren? Schauen wir uns die Ausgangssituation an in der Runde. Man kann sagen, es ist 2 gegen 4. Also Markus Heinz und der Kinobetreiber gegen Hermann, den Moderator, die Medizinerin und am wichtigsten Sundermeier. Ich denke, viele unterschätzen Sundermeier, aber Sundermeier ist immer überall zur Stelle, wenn es darum geht, Leute ins rechte Licht zu rücken. Er war schon bei Maaßen dabei. Er wird von den Öffentlich-Rechtlichen mit Vorliebe immer dahin geschickt, wenn ein unangenehmer Gast zugegen ist, um ihn, wie gesagt, ins rechte Licht zu rücken. Wie konnte es nun sein, dass, ich denke, nicht nur ich, sondern viele von euch mit einem schlechten Gefühl aus der Sendung gegangen sind, mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl? Ich war geradezu deprimiert. Wie konnte das nun passieren? Das Problem ist, aus meiner Sicht, dass Markus Heinz die Situation nicht verstanden hat. Und dass er sich selbst nicht positioniert hat, seine Mission nicht verstanden hat. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen hochnäsig vielleicht. Denkt sich, ja klar, der Markus Heinz, der ist doch so schlau, der weiß doch alles. Aber es ist so, dass er im politischen Geschehen noch nicht so lange dabei ist. Also mir ist nicht bekannt, dass er, ich kenne ihn erst seit einem halben Jahr, noch nicht mal. Und vorher war er politisch nicht aktiv oder hat sich wahrscheinlich auch nicht um Politik gekümmert. Und er hatte nicht die Erfahrung, die jetzt andere haben. Also ich bin politisch zum Beispiel schon seit ganz langer Zeit dabei. Gedanklich schon immer. Und ich habe mir schon seit Ewigkeiten, gucke ich mir diese Talkrunden an und mache mir meine Gedanken dazu, verfolge die Altmedien, war von Anfang an Sympathisant für die AfD, habe mich damals auch aufgeregt mit Griechenland, wie das gelaufen ist, wo dann auch irgendwelche Sachen zusammengeschustert wurden in Nacht- und Nebelaktionen, wo die Leute dann übernächtigt irgendwas abgenickt haben, was die Bundestagsabgeordneten gar nicht verstanden haben. So ein bisschen so, wie das heute ist. Natürlich noch nicht so schlimm, aber eigentlich auch sehr schlimm, weil es ja um wahnsinnig viel Geld ging. Da hat einfach Merkel gesagt, so geht's, so wird's gemacht und dann wird es Nacht- und Nebelaktion, wurde das abgenickt. Und jeder, der dann dagegen war, der zum Beispiel der Meinung war, Griechenland sollte vielleicht besser aus dem Euro austreten, dem wurde nachgesagt, also den ganzen AfD-Leuten wurde nachgesagt, sie wollten eigentlich quasi den Dritten Weltkrieg. Weil sie jetzt der Meinung war, dass man vielleicht zur Not den Euro aufteilt, wollten sie Europa kaputt machen. Es war auch schon damals so, man durfte dann nicht der Meinung sein, dass Griechenland aus dem Euro austreten darf. Das heißt, diese Situation, wie wir sie heute hatten, war schon genauso vor 7 Jahren so, dass dann sozusagen das Nationalismus ist, wenn man dafür war, dass Griechenland aus dem Euro rausgeht, dass man sozusagen keine Schulden, dass man kein Geld für Griechenland bürgt, damit Griechenland im Euro bleiben kann. Dann 2015 war die Situation das gleiche schon wieder mit der Migrationskrise. Da wurde dann jeder fertig gemacht, der nicht die Grenzen offen haben will, also der nicht für unkontrollierte Einwanderung war, der wollte, dass Recht und Gesetz angewendet wird, der wurde damals fertig gemacht. Und das haben wahrscheinlich auch Markus Heinz und diese ganzen Leute noch nicht mitbekommen. Die haben dann auch gedacht, ja, weil es die Altmedien sagen, die AfDler, das sind alles rechtsextreme Blödis, die sind einfach so, und die haben dann noch gar nicht in Betracht gezogen, dass die Nummer, die jetzt die ganze Zeit schon läuft, dass das schon immer so war, dass sie ins rechte Licht gerückt wurden. Und dass die Leute, die die AfD gegründet haben, und das war früher ganz genauso. Früher haben sie nur gedacht, sie können die AfD-Leute in Talkshow-Runden kleinkriegen. Und als sie dann gemerkt haben, sie können sie nicht framen in Talkrunden, sie können sie nicht als die Rechtsextremen framen, dann haben sie es dann sich dazu entschlossen, sie laden sie gar nicht mehr ein, weil sonst das Bild von dem Bürger nicht haltbar ist, dass es alles Rechtsextreme sind. Und so probieren sie jetzt komplett auszuschließen aus dem gesellschaftlichen Konsens. Und genauso ist es jetzt ja auch mit Querdenken. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Die Teilnehmerzahlen von der Demo wurde ja nach unten runtergespielt. Es wurde gesagt 17.000, 20.000. Das wurde möglichst nicht berichtet,
damit die Leute sich mit den Querdenken-Leuten, mit den Demonstranten nicht auseinandersetzen. Die Situation ist ja die. Die Leute denken, wir haben jetzt eine gefährliche Gesundheitskrise. Die bedeutenden Wissenschaftler, die sind sich da auch alle einig. Drosten, RKI, das sind ja die Wichtigen. Und dass die wichtig sind, das denken sie intuitiv deshalb, weil diese Namen dauernd fallen. Weil sie in den Medien oft vorkommen. Und deswegen denken sie, diese Leute, das sind die entscheidenden Leute. Und sie sehen ja auch in die anderen Regierungen der Welt, die machen da alle mit. Und diejenigen, die jetzt das nicht einsehen wollen mit den Masken, das sind ja alles Blödis. Die sind einfach radikal, das sind Rechtsradikale, das sind Verschwörungstheoretiker, das sind Spinner. Das sind aggressive Spinner und die wursteln jetzt ein bisschen rum, sind ein bisschen verrückt. Aber das ist ja eine Minderheit mit 17.000 bis 20.000. Jetzt wurde es dann hochkorrigiert auf 30.000. Aber das haben sie nur gemacht, weil es gar nicht anders ging. Mit den Verboten und mit dem Druck, mit den Fotos. Also das heißt, Sie haben einen Ansprechpartner da gehabt von der Polizei? Ich habe einen Ansprechpartner, der meinen Konvoi leitet, der vor mir hergefahren ist und der für mich auch da verantwortlich ist, wenn es zu irgendwelchen Komplikationen oder Änderungen derartige Dinge kommt. Und da kam von ihm das erste Mal die Ansage, ja, es sind wesentlich mehr Menschen als erwartet in diesem Demonstrationszug. Okay, sage ich, ein bisschen rangefragt. Naja, sagte, wir schätzen mit ungefähr 800.000 Menschen in diesem Demonstrationszug. Der Anfang erreicht praktisch das Ende. Ich lege Zeugnis ab. Mit eigenen Augen habe ich die Menge von der Bühne überblickt. Das waren weit mehr als alles, was ich je gesehen hatte. Und wir bewegen uns im Bereich von mehreren hunderttausend in einer Größenordnung, die man mit dem Auge nicht mehr einschätzen kann und die sich mit nichts vergleichen lässt, was ich in meinem Leben an Massen gesehen habe. Herr Kaden, würden Sie auch Zeugnis darüber ablegen? Würden Sie auch vor Gericht, ich sage mal, wenn es irgendwann so weit kommen würde, so eine Aussage bestätigen, dass das von der offiziellen Seite der Polizei kam, 800.000? Das kann ich bestätigen. Das ist mir so gesagt worden. Es kamen dann sogar noch größere Zahlen, die von der Polizei gesagt werden sollten, wurden, die ich aber nicht bestätigen kann, weil sie nicht direkt zu mir gesagt wurden. Direkt zu mir wurde gesagt, 800.000, schätzen wir. Es gab ja auch Fotos von dem Demozug, dass es extrem viele Leute waren. Die Altmedien haben probiert, das klein zu halten. Sie haben probiert, auch Fotos zu fälschen, also ein falsches Foto vorzuzeigen im Faktenfinder. Bei Korrektiv und bei der Tagesschau kam ein Foto von 13.30 Uhr, wo die Tagesschau und Korrektiv behauptet haben, es wäre von 15.30 Uhr bzw. 15.50 Uhr. Oder sie haben es behauptet, sie ziehen sich darauf zurück. Sie sagen dann, ja, das hat uns der Fotograf gesagt, dass es von der Uhrzeit war. Dem sind sie dann nicht nachgegangen. Da haben sie sich dann in Anführungszeichen geirrt. So machen es die Altmedien ja immer. Bei den kritischen Sachen, da wird dann einfach nicht mehr nachgeforscht. Das ist dann halt so, ja, wir konnten ja nichts. Die Fotografen haben uns das gesagt. Und dann ist es halt so, das tut uns leid. Das ist entsetzliches Pech, dass wir jetzt das nicht gewusst haben. Anhand vom Sonnenstand ist ganz eindeutig nachweisbar, dass die Fotos nicht von 15.30 Uhr und 16 Uhr war, als die Veranstaltung stattgefunden hat, sondern dass die Fotos von 13.30 Uhr, spätestens wahrscheinlich, allerspätestens 14 Uhr waren, wo die ganzen Demonstrationen im Zug unterwegs waren. Die Tagesschau, Korrektiv, die alle haben das irgendwie übersehen mit dem Sonnenstand, obwohl es ja ganz eindeutig ist, wie man ja die Angabe überprüfen kann. Und das erwartet man von einem Rechercheportal, dass man sowas nachgeht. Und vor allen Dingen war es ja auch so, dass der Luftraum gesperrt war und dass die ganzen anderen Fotos, die sind dann aus Datenschutzgründen, waren dann plötzlich alle nicht mehr verfügbar, sodass nur zufällig diese Fotos übrig waren. Und das Gute ist, wir haben jetzt diesen Beweis für diese Lüge. Aber jetzt muss man sich erstmal die Frage stellen, warum machen sie das? Weil sie wollen, wie in der Vergangenheit, wie sie es mit der AfD gemacht haben. Das ist ganz wichtig, dass die Querdenken-Leute verstehen, sie müssen sich die AfD angucken. Und das ist wie eine Zeit, da können Sie genau sehen, was mit Ihnen passieren soll, was Ihre Zukunft ist. Das können Sie genau daran ablesen. Und Sie sollten sich damit genau auseinandersetzen. Und das Ziel ist, die gesellschaftliche Diskussion darum zu verhindern. Es ist aber so, dass die Altmedien mussten jetzt 17.000 bis 20.000 oder bei der nächsten Demo noch mehr, mussten sie zugestehen. Und nur aus diesem Grund hat
Markus Hallens einen Platz in der Münchner Runde bekommen. Den hätte er sonst nicht bekommen und den bekommen die Leute ja auch möglichst nicht. Also Michael Ballweg wurde jetzt beim Monitor interviewt. Sie werden jetzt schon interviewt, aber wurde er natürlich möglichst schlecht geframed, wurde er überfallen, also halt mit diesen altbekannten Tricks, die sie halt nicht kennen, weil sie halt die AfD nicht kennen und weil sie leider meine Videos nicht gesehen haben, ist es halt, ja, sind sie in diese typischen Manipulationstechniken, sind sie dann ja arglos reingelaufen und wurden dann, ja, kann man sagen, abgefertigt. Warum werden diese Leute eingeladen? Damit vor dem Publikum das aufrechterhalten werden kann, ja, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen, wir sind ganz gute Demokraten. Wir lassen Querdenken zu Wort kommen. Wir lassen alle zu Wort kommen. Die wurden in die Runde eingeladen. Sie haben demonstriert und wir konnten ja sagen, das sind ja Verrückte, wir laden die nicht ein. Aber nein, wir sind die guten Öffentlich-Rechtlichen. Wir laden sie ein, wir diskutieren mit ihnen. Nur aus dem Grund, um dieses Alibi hochzuhalten, wurde Markus Hallens eingeladen. Und das ist eine ganz seltene Gelegenheit für Querdenken, wirklich die breite Öffentlichkeit zu erreichen. Weil die Demos werden jetzt alle verboten. Da kann auch Querdenken und die Demonstranten können auch nichts dagegen machen, weil es immer Eilentscheide sind und die in der Hauptsache die Fälle dann erst in 1 bis 2 Jahren entschieden werden. Das heißt, hier ist schon Willkür. Das RKI sagt, das ist gefährlich. Und dann sagen die Gerichte im Eilverfahren, das überprüfen wir nicht. Und dann werden die Demos einfach verboten. Weil die Altmedien, die Altparteien den Kontakt zur Öffentlichkeit verhindern möchten. Unbedingt. Jetzt hat Markus Hallens aber, wie gesagt, diesen Platz bekommen. Und dann ist völlig klar, was er hier machen muss. Und was er sich nicht bewusst war. Er muss jetzt die Dinge schildern, ganz dringend, die die Altmedien verschweigen, die die Altparteien und Altmedien verschweigen. Und davor haben die in der Münchner Runde und Altparteien auch ganz viel Angst. Aber sie gehen das Risiko ein, sie müssen es eingehen, damit sie das Alibi vor den Leuten aufrechterhalten können. Wir sind die guten Öffentlich-Rechtlichen. Und wir diskutieren mit den Leuten. Mit uns ist alles in Ordnung. Wir berichten gut, wir berichten ausgewogen, wir lassen alle zu Wort kommen. Und es hat in der Vergangenheit ja auch immer gut geklappt. Man hat die Leute mit Manipulationstechniken, hat man sie abgefertigt. Wie haben sie das gemacht? Der Moderator hat schon mal eine Themenlenkung betrieben und trickreiche Fragen gestellt. Zum Beispiel am Anfang hat ja diese Medizinerin schon mal ganz ausführlich geschildert, dass mit diesen Langzeitfolgen. Wie, dass man das ja gar nicht weiß, dass die Sterbefälle gering sind, aber mit den Langzeitfolgen. Bisher ist es so, genesen heißt gleich gesund. Dann hat man eine gewisse Sicherheit vermeintlich. Aber alle über 100 Patienten, die zu mir in die Klinik gekommen sind, die waren sicherlich nicht gesund, die waren nicht arbeitsfähig und die gelten aber in der Statistik trotzdem als die Genesenen. Wenn Sie das hören, ist das nicht eine Realität, die man gar nicht leugnen kann? Nein, wir leugnen ja sicherlich nicht, dass es schwere Verläufe gibt. Ja, ganz am Anfang war das wohl auch teilweise, weil auch falsch behandelt wurde. Aber natürlich gibt es die und das ist für uns völlig selbstverständlich. Aber man muss ja fragen, sind die Maßnahmen, die wir jetzt haben, sind die noch verhältnismäßig? Waren sie das am Anfang an? Und das ist ja das, was wir einfach kritisieren, dass einfach die Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht stattgefunden hat. Und mein Kritikpunkt von Anfang an war, dass diese Verhältnismäßigkeitsabwägung nicht getroffen wurde. Und ich bin zu der ganzen Thematik gekommen über einen offenen Brief, den ich an über 1000 Abgeordnete geschickt habe. Und nicht einer hat mir geantwortet, ja, wir haben die Abwägung getroffen. Wir retten so und so viele Menschen durch das, was wir jetzt tun. Und es könnten so und so viele Menschen zu Schaden kommen. Das ist mein juristischer Kritikpunkt. Das ist ja eine Situation, die Sie gar nicht leugnen können. Und dann fällt Markus Hallens drauf rein. Er geht in die Selbstverteidigung und sagt, nein, mit den Langzeitfolgen, das leugnen wir gar nicht. Wir bestreiten das nicht. Wir sagen das und das und das und das. Aber was er damit unbewusst macht, was der Trick an der Sache ist, dass er den Frame bestätigt hat. Er bestätigt den Frame, ja, das ist ganz gefährlich. Mit den Langzeitfolgen, das ist ganz gefährlich, das verharmlosen wir nicht. Und damit sagt er, Corona ist ganz gefährlich. Dass Corona so gefährlich ist, das gibt ja die Studienlage, geben ja, das sind ja eben Bhakti und diese ganzen Leute kritisch. Die Praxis zeigt bei den ganzen Demonstrationen, die Leute, es ist nichts passiert. Es sind deswegen so viele Infektionen werden gemeldet, weil mehr getestet wird. Und man sagt ja, es ist unverhältnismäßig, das Infektionsschutzgesetz hier ranzuziehen und diese Grundrechte außer Kraft zu setzen. Das ist ja genau das, wogegen man demonstriert, wo man den Leuten sagen will,
Das ist übertrieben, das ist unverhältnismäßig. Natürlich ist Corona eine Krankheit, die finden wir auch nicht toll, aber deswegen wollen wir diese Maßnahmen nicht. Corona ist nicht so gefährlich, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt sind. Die Kosten-Nutzen-Relation ist nicht richtig. Markus Heinz geht dann darauf ein und sagt, was auch ein guter Punkt war von ihm, dass er sagt, es wurde keine Verhältnismäßigkeitsprüfung gemacht. Trotzdem, am Anfang in der Selbstverteidigung lässt er den Frame erstmal stehen. Was hätte er stattdessen machen sollen? Er hätte gleich auf diese Frage eingehen sollen. Dass er auch die Medizinerin für ihren Beitrag, der schildert, es gibt ganz viele Krankheiten, an denen viele Menschen schrecklich sterben, Tag für Tag, und das kriegen wir gar nicht mit, es sterben im Jahr 900.000 Leute. Es sterben ganz viele Leute an Krankenhauskeimen. Es gibt keine Studienlage, die das beweist, und dann muss er auch sie persönlich angreifen dafür, dass sie jetzt hier eine Panikmache betreibt. Weil diese Frau ist in der Öffentlichkeit, sie trägt Verantwortung. Ihre Aussagen haben Folgen, haben Konsequenzen. Und die Erfahrung bei den Demos und überhaupt in Schweden, in den indischen Slums, jetzt in Brasilien und in den USA ist wahrscheinlich, kann man auch mal gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. Die Erfahrungen in ganz vielen Ländern zeigen, dass die Maßnahmen nicht gerechtfertigt waren. Dass es unverhältnismäßig ist, diese Einzelfälle jetzt so in den Mittelpunkt zu stellen und zu suggerieren, das wäre jetzt der typische Verlauf. In der Antwort muss und kann er perfekt die ganzen Dinge jetzt bringen, die Altmedien verschweigen. Er kann Transparenz schaffen, zum Beispiel mit John Ioannidis, den hätte er gleich am Anfang bringen können, dass der hochdekorierteste Wissenschaftler, mit der meistzitierte Wissenschaftler der Welt, auch noch Preise für wissenschaftliches Arbeiten, dass dieser Wissenschaftler im April gesagt hat, Schweden hat alles richtig gemacht. Die Gefahr an Corona zu sterben ist die gleiche, wie jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Das sind die Daten, das wären die Daten, die das nahelegen würden. This study aimed to generate an estimate of how many people in Santa Clara County have been infected with the virus. And the way to find out is to try to see whether they have developed antibodies to SARS-CoV-2. We realize that the number of infected people is somewhere between 50 and 85 times more compared to what we thought, compared to what had been documented. Immediately, that means that the infection fatality rate, the chance of dying, the probability of dying if you are infected, diminishes by 50 to 85 fold, because the denominator in the calculation becomes 50 to 85 fold bigger. If you take these numbers into account, they suggest that the infection fatality rate for this new coronavirus is likely to be in the same ballpark as seasonal influenza. Of course, there is still a little bit of uncertainty about the exact number, but it's clearly very different compared to the original thoughts or speculations or preliminary data that suggested a much, much higher infection fatality rate. We also try to estimate what is the absolute risk if you're less than 65. And we try to compare that against the risk of dying if you drive your car over a given distance. In doing this, we try to correct for the number of days that the pandemic is ongoing, so you can get an estimate per day. In many locations like Germany, the risk of dying from coronavirus until we did the analysis on April 4 is in the range of the risk of dying driving from home to work or even less. They have done fairly well. And of course, it is very difficult to compare one country against another because you expect to see large diversity in infection rates and also in death rates. Maybe you can compare Sweden against Switzerland, for example, that had very draconian measures very early on. And the death rate per million population is slightly higher, a bit higher in Switzerland compared to Sweden until now. No evidence so far, though, suggests that Sweden did something wrong. I think that they seem to have fared pretty well. They had a number of deaths. The number of person years lost was pretty small because almost all of these deaths were in people who were very frail and old and had very limited life expectancy. They never came close to seeing their health system crash. They always had plenty of reserves, at least until now. That
might change in the future, and I'm watching that very carefully. But I don't think that we can blame the Swedes for doing what they did. Maybe we should congratulate them. Und dann muss einen Vorwurf darauf konstruieren. Wieso wurde das nicht berichtet von den Altmedien? Das muss beleuchten. Und dann ist ganz wichtig als Strategie, dass möglichst viel Zeit probiert, damit zu verbringen. Die Altmedien haben es jetzt genau andersrum gemacht. Sie haben die Themenlenkung anders betrieben. Sie haben es geschafft, zum Beispiel auch mit den Masken. Da ging es ja weiter mit den Masken. Da kam der Vorwurf, ihr habt ja mit den Masken, habt ihr ja nicht aufgepasst. Ihr haltet euch ja nicht dran. Da hat Markus Heinz gesagt, doch, 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 wir halten uns dran. Wir haben uns daran gehalten. Moment. Wenn Masken dran, geben Sie jedenfalls Tipps öffentlich. Ist das nicht auch so, dass Sie da Leute animieren, auch Nein. den Arzt vielleicht ein bisschen anzuschwinden? Nein, ich weise die Menschen darauf hin, was ihre Rechte sind. Das ist mein Job als Anwalt, ganz klar. Es wird immer wieder behauptet, ich habe kürzlich einen bekannten Fall wieder gehabt, ich mache mehrere, man muss dies und das, ohne dass man auf die Ausnahmen praktisch eingeht. Man muss zum Beispiel in der Gastronomie in Baden-Württemberg bei Kundenkontakt Maske tragen, aber nicht, wenn man es aus gesundheitlichen Gründen nicht kann. Propaganda, was anderes ist es nicht. Es wurde von Anfang an Angst gestürzt, das steht in diesem BMI-Schreiben wörtlich drin. Und damit ermöglicht man es den Menschen nicht mehr, ihre Rechte durchzusetzen. Im Zweifel wägen die ab, okay, entweder ich falle oder ich verliere meinen Job. Und das kann das einfach nicht der Weg sein. Unfug, selbstverständlich. Ja, aber das ist kein Unfug. Es gibt zig Leute, die ein solches ärztliches Attest bekommen haben und das ist völlig in Ordnung. Aber was er nicht gemacht hat, oder viel zu wenig, er muss thematisieren, er muss ganz klar machen, wir wollen die Masken nicht. Aber wir halten uns dran. Natürlich wollen wir sie grundsätzlich nicht. Wir wollen sie aus den Gründen ABC nicht. Und dann kann er zum Beispiel auch das mit der Demo bringen. Dass ganz viele Leute demonstriert haben. Diese Fakten, die muss er jetzt bringen. Er kann ja frei reden. Er muss jetzt all die Dinge sagen, die Altmedien nicht sagen. Und das ist auch mit der Teilnehmerzahl. Jetzt muss er diese ganzen Dinge bringen, wo er die Altmedien entblößt. Mit der Nichtberichterstattung über die Polizeigewalt. Und am wichtigsten die Teilnehmerzahlen. Das ist das Allerwichtigste. Weil da gibt es direkte Beweise dafür, dass die Altmedien gelogen haben. Mit dem Faktenfinder. Mit diesen Fotos von 13.30 Uhr statt 16.30 Uhr. Und da muss er dann dabei bleiben. Dass die Leute merken, weil die Altmedien probieren, diesen Frame zu verbreiten. Wir sind die Guten, wir sind die Netten, da haben wir eine Gesundheitskrise. Wir sind voll in Ordnung. Das sind die Spinner, das sind die Verschwörer. Das ist ja das Bild, das sie haben. Und jetzt muss Markus Heinz aufbrechen, indem er sagt, Leute, seht her, hier haben wir gefälschte Fotos. Die Medien haben das absichtlich verbreitet. Es wurden absichtlich keine weiteren Fotos veröffentlicht. Zufällig wegen Datenschutzgründen. Ist nicht glaubwürdig. Es wird hier behauptet, ein leeres Foto von 13.30 Uhr, das wäre die Veranstaltung gewesen. Und dann kommen die Leute nicht drumherum. Da hat der Sundermeier, der kann da gar nichts sagen. Weil gefälscht ist gefälscht. Lüge ist Lüge. Ein Foto von 13.30 Uhr ist mit dem Sonnenstand eindeutig ein Foto von 13.30 Uhr und nicht von 16.30 Uhr. Und Rechercheportale müssen das rauskriegen. Und das dabei muss ja einfach bleiben. Und dann sind die Leute gezwungen zu denken, hier stimmt was nicht. Da kommen sie nicht drum rum einzusehen, aha, diese Leute, die regen sich über diese Berichterstattung auf. Das stimmt ja auch, das ist ja auch gelogen. Hier wird ja keine Transparenz geschaffen. Hier werden falsche Fotos gezeigt. Und dann auch mit der Polizeigewalt. Oder was da überhaupt, da hat er sich ja auch auf der Demo so aufgeregt. Das muss er bringen. Und das hat er dann, das ging dann alles unter in der Sendung. Sagen, er hat jetzt die Chance, er steht in der Öffentlichkeit und diese ganzen wichtigen Punkte macht er nicht. Und es ist ja auch so, dass es nicht nur überzeugt wirkt, sondern die Altmedien sind auch blamiert dadurch, wenn er diese Beweise vorbringt. Weil sie sind dann bloßgestellt vor der Öffentlichkeit, dass sie es nicht geschafft haben, das zu vertuschen. Die verführerische Macht stellt sich für viele Leute an, ja, dass was falsch ist, aber sie laufen den Altmedien und Altparteien trotzdem hinterher. Weil sie diese Macht spüren von den Altmedien und Altparteien, dass sie in der Lage sind, das zu vertuschen. Dass sie die Macht haben, die Stärke haben, zu vertuschen, ihre Lügen zu vertuschen. Und das drückt Stärke aus. Und wenn dann Markus Heinz es gelingt, in der Runde offen zu legen, hier, guckt her, ihr seid sozusagen zu unfähig, so zu lügen, dass es keiner merkt, ihr seid schwach, weil ihr schafft es, eure Lügen nicht zu verdecken. Und das wirkt auf die Mitläufer überzeugend. Und die ganz viele Leute sind Mitläufer. Ein ganz großer Teil der Gesellschaft. Die reagieren auf das Signal der Stärke. Sie laufen den Stärkeren hinterher. Und jemand, der öffentlich eine Lüge vorgeführt bekommt, der ist schwach. Genauso wirkt ja auch Markus Heinz und Querdenken schwach, wenn jetzt Sundermeier
gehen vor, wird hier, sind ganz viele Rechtsextreme auf der Demo. Und dann muss, Markus Heinz hat eben den Fehler gemacht und dann hat auch die AfD den Fehler gemacht. Man darf dieses Rechtsextremismus-Framing, das darf man gar nicht aufkommen lassen. Man muss sofort sagen, das ist unverhältnismäßig mit dem Rechtsextremismus-Framing. Da muss er ihn direkt unterbrechen und sagen, so wie Sie hier die Leute darstellen, diese Leute sind berechtigt sauer, aus dem Grund, dass die Altmedien und die Altparteien täuschen. Und dann bringt er die ganzen Punkte, die ganzen sachlichen Punkte, wie sie täuschen. Und dann sagt er hier, sie framen die als rechtsextrem, als Verschwörungstheoretiker. Es ist ganz eindeutig, hier stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht genau, was nicht stimmt. Das hat Ralf Ludwig schön formuliert. So hätte er es auch formulieren sollen. Wir wissen nicht genau, was hier los ist mit Bill Gates, aber irgendwas stimmt nicht. Warum lügen Sie mit dem Foto? Warum verheimlichen Sie unsere Demos? Warum macht das RKI eine panikerregende Berichterstattung mit Intransparenz? Da ist ihm ja dieser Kinobetreiber perfekt zur Seite gesprungen, der meiner Meinung nach eine stärkere Performance abgeliefert hat als Markus Heinz, indem er diesen wichtigen Punkt gebracht hat. Das ist Intransparenz. So wie berichtet wird, er ist danach nicht schlau, er weiß nichts. Und so war es ja auch am Anfang, auch mit diesen ganzen infizierten Zahlen, Infektionszahlen, Corona-Tote, das war alles, die Leute wurden hinters Licht geführt. Und dann erst die Heinsberg-Studie, da hat man dann halt gesehen, wie es wirklich ist. Dass von den Infizierten, dass natürlich die Tests, dass die gar nicht abbilden, wie viele Leute tatsächlich infiziert sind. Und dass damit die Sterblichkeitsrate, die das RKI postuliert hat, mit 4%, wo sie natürlich dann das nicht gesagt haben, dass das die absolute Sterblichkeit ist, aber wo sie suggeriert haben, wir haben hier eine Sterblichkeit von 4% in Großbritannien noch viel höher, dass die Sterblichkeit auf jeden Fall ganz hoch ist. Und dann kam die Heinsberg-Studie und dann kam raus, 0,37%. Anscheinend ist der Wert jetzt auf 0,1% runtergegangen. Da kann man natürlich jetzt argumentieren, das ist jetzt die niedrige Infektionsdosis. Aber schon im Frühjahr bei Heinsberg, wo die noch im vollen Raum sozusagen die eine hohe Infektionsdosis bekommen haben, auch da war die Fatality Rate, die Sterblichkeitsrate, die war nicht besonders hoch mit 0,37%. Natürlich ist es keine schöne Krankheit. Natürlich ist es immer hoch, jede Zahl ist hoch, ist relativ. Aber jetzt im Vergleich zur Grippe war es eben nicht sehr viel höher, die 0,37%. Und so hätte er ganz deutlich machen können, hier stimmt was nicht. Und er hätte auch noch einen Punkt machen können mit Laschet. Dass Laschet, dass die Regierung in NRW ja lobenswerterweise die Heinsberg-Studie unterstützt hat. Also Hendrik Streeck, das muss man wissen, ist ja auf die Landesregierung zugegangen zur Unterstützung der Studie, dass die Studie durchgeführt werden kann. Und diese Studie, die war natürlich den Altbildenden Altparteien ein Dorn im Auge, weil sie hat Transparenz geschaffen. Sie hat ja das eben dann deutlich gemacht mit den 9 von 10, die nicht erkannt sind. Da konnte man ja ganz viel dran sehen. Und dann wurde Laschet schlecht gemacht in den Altmedien. Wurde dann als Verharmloser hingestellt, dann wurde die Heinsberg-Studie kritisiert. Und jetzt sieht man ja, wie Laschet jetzt den harten Hund gibt, um den Altmedien zu gefallen. Und es ist auch ganz wichtig, diesen Punkt zu machen, um eben die Macht der Altmedien deutlich zu machen mit ihrer Berichterstattung. So kann dann dem Zuschauer verdeutlicht werden, wie die Altmedien die Politiker lenken. Das ist ganz wichtig, das hat Markus Heinz auch nicht verstanden. Dass die Altmedien sind der Hauptgegner. Um den geht es. Die Politiker sind wie die Handpuppen. Die spielen so, wie die Altmedien es wollen. Das ist ja dieses Beispiel mit dem Bild, das ja auch Sundermeier perfekt wieder beherrscht hat in der Sendung. Das ist ja, was ja immer so gemacht wird. Was auch die Macht der Journalisten ist. Wir haben ein blaues Bild mit ein paar roten Punkten. Also das Bild ist eigentlich komplett blau. Aber in dem Punkt sind ganz kleine rote Pixel drin. Was machen jetzt die Altmedien mit ihrer journalistischen perfekten Übersicht? Sie haben ja Rechercheteams, Kameramänner, die gehen da überall rein und suchen sich die wenigen roten Punkte raus. Und dann in der Talkrunde, dann werden diese roten Punkte ganz groß vorgetragen. Und dann behaupten sie nicht, das Bild ist rot. Oder das sagen, manchmal tun sie auch das, aber sie sagen nicht, sondern sie berichten einfach über die roten Punkte. Und indem sie Zeit verbringen, viel Zeit und das immer wiederholen, die roten Punkte, denkt der Zuschauer, das Bild ist rot. Denkt bei einem blauen Bild, das in Wahrheit die wahre Realität ist, das Bild ist blau. Aber dadurch, die Leute sitzen ja daheim oder die haben ja keine Übersicht über die Welt. Es ist ja, die Leute kriegen ja nur das mit, was die Journalisten ihnen nahelegen. Und wenn jetzt eben nur die roten Punkte dargelegt werden und die blauen Punkte alle außen vor gelassen werden, die Leute können die blauen Punkte, die 1 Million blauen Punkte können die Leute nicht sehen,
sondern sie können nur die 10 roten Punkte sehen, die die Journalisten ihnen erzählen. Und genau das Gleiche läuft mit der AfD, mit dem Rechtsextremismus-Framing schon seit Anfang an. Dass eben, die suchen sich alles Negative, die paar roten Punkte, die ganzen positiven Punkte, die relevant sind oder die ein differenziertes Bild von der AfD zeichnen. Wer da in der Summe Mitglieder ist, man muss sich ja jetzt nur mal die Bundestagsreden angucken. Da sieht man schon, dass dieses Bild, das Sundermeier transportiert, dass es nicht richtig ist von der AfD. Das ist auch wenn man sich Reden von Höcke anhört. Auf jeden Fall hier dieses verschwiegene Zitat würde ein komplett anderes Bild von Höcke zeichnen. Da könnte man ihn nicht mehr so einfach als Rechtsextremisten framen. Und diese, wie gesagt, diese Rechtsextremismusinseln mit AfD oder Verschwörungstheoretikern, da muss man immer gleich kommen, unverhältnismäßig. Das ist, so kann man das abfertigen und sagen, das ist unverhältnismäßig. Da muss man nicht perfekt Bescheid wissen, sondern man selber stellt einen Frame dagegen, weil Sundermeier erzeugt ja einen Frame. Das erzeugt Sundermeier, indem er diese Geschichte erzählt mit dem Rechtsextremismus. Dann denken die Leute einfach, die Zeit, die damit verbracht wird, die Demo ist so und so. So rechtsextrem, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Am besten Sundermeier direkt angreifen, dass er jetzt darüber berichtet, aber dass er zum Beispiel überhaupt nicht berichtet, über wie die Polizei den Demozug verhindert hat. Mit was für Methoden. Dass der Berliner Senat die Versammlung nicht zulassen wollte. Das muss man alles in den Mittelpunkt rücken und eben diesen Frame verneinen. Genauso wie auch die AfD verneinen muss, dass der Flügel oder ganz große Teile der AfD, dass sie schlecht wären. Das darf man nicht aufkommen lassen, weil aus dieser Insel heraus ist ja auch so, die AfD ist die einzige Partei. Wir müssen auch dankbar sein dafür, dass die Leute ihren Kopf hinhalten und schon seit 7 Jahren öffentlich den Dreck abbekommen, den Hass, die Häme von Altmedien und von Altparteien. Und schon seit 7 Jahren schon Widerstand betreiben. Und auch jetzt, natürlich am Anfang haben sie es mit Corona nicht ganz verstanden, aber jetzt haben sie ja auch die Linie, dass sie gegen die Maßnahmen sind. Und es ist die einzige Partei, die gegen die Maßnahmen ist und es wird auch niemals eine andere Partei gegen die Maßnahmen sein. Vielleicht die FDP, die werden von den Altmedien einknicken. Und deswegen, wenn man jetzt zulässt, wenn man jetzt das negative Framing aufkommen lässt, dass die AfD untragbar ist für die Demo, dann muss Markus Heinz intervenieren dagegen. Und muss sagen, das sehe ich nicht so, das ist unverhältnismäßig. Michael Ballweg hat das auch relativ klug gelöst, indem er gesagt hat, der Verfassungsschutz, stuft die AfD nicht so ein. Und da könnte man ja sozusagen, obwohl Haldenwang ja Maßen auf sehr fragwürdige Weise abgelöst hat und auch der in Thüringen, der Verfassungsschutzchef Kramer ist auch eine fragwürdige Personalie mit linkem Hintergrund. Obwohl man schon sagen kann, dass der Verfassungsschutz beeinflusst ist, wird die AfD so nicht eingestuft und wie dann Sundermeier dazu kommt, die Leute zu entmenschlichen und schlecht zu machen. Weil wenn die AfD, wenn er das zulässt, dass der Frame, die gefühlte Realität von den Leuten so ist, dass die AfD unmöglich ist, dann kann er Querdenken gleich vergessen. Er muss dann auch mit dem Kopf mehr schütteln und sagen nein und muss dazwischen gehen. Da darf er Sundermeier nicht dieses Bild zeichnen lassen. Natürlich, Sundermeier macht das geschickt. Der Sundermeier sieht so grobschlächtig aus, aber wie gesagt, man darf den nicht unterschätzen. Der macht das halt ganz geschickt mit seiner bewährten Propagandamethode. Er täuscht dadurch, indem er unausgewogen hervorhebt und unausgewogen verschweigt. Das ist die einfachste und die sicherste Methode. Und das muss er eben ansprechen. Das kann man eben nur den Leuten klar machen, indem man das benennt. Markus Heinz muss sich auch überlegen, er geht ja für die Demo dahin, für die Demonstranten. Stellvertretend. Es ist ja nicht so, dass er eingeladen wurde, weil jetzt er ist vielleicht ein interessanter Mensch, ganz sicher, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass er nicht deswegen eingeladen wurde, sondern er wurde als Vertreter eingeladen. Und dann muss er die Ansicht dieser Leute vertreten, die Position. Und darf sich dann nicht auf so seine juristische Rolle zurückziehen, dass er ja hier nur Jurist ist und er zum Arrest sagt er nichts. Wenn er das macht, dann lässt er wirklich die Leute ganz stark im Stich. Und wie gesagt, die Leute, die Öffentlich-Rechtlichen, die gestehen ihm das nicht freiwillig zu, dass er da ist. Sie würden ihn gern nicht da haben. Und er ist ja stellvertretend für die Leute da. Sagen, das hat man sich mühsam erkämpft, dass man in dieser Runde ist. Und dann darf er nicht als Jurist hier irgendwie sagen, ich bin hier der Jurist,
sondern muss er aus meiner Sicht sich für die Leute in die Bresche schlagen. Und er kann ja auch sie wie von einem Gericht verteidigen und ihre Position darlegen und dadurch automatisch die ganzen Argumente bringen. Wir haben hier diese ganzen Fakten, die Altmedien transportieren sie nicht. Und die Altparteien, warum nicht? Es werden hier ganz wichtige Wissenschaftler nicht gehört, warum nicht? Wir können nicht genau sagen, wir haben natürlich, es gibt viele Leute haben bestimmte Theorien und sie als Verschwörungstheorien einfach abzuqualifizieren, das ist nicht angemessen, weil, warum machen die Altmedien und Altparteien das? Irgendwelche Gründe muss es geben. Sagen Sie uns die Gründe, Herr Sundermeier, warum machen Sie das so, wie Sie es machen? Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe, wie eure Eindrücke waren. Macht's gut.